ich verbinde sie mit der Polizei. Die haben neuerdings die Nummer 110. Also wir haben extrem viele Anrufe, die nicht bei uns landen sollen. Sei es erstmal die Leute, die 112 und 110 verwechseln. Und wir haben halt Anrufe, die keiner Rettung bedürfen. Wie alt ist er denn? Worin hat er sich den Finger geklemmt? Ja. Und jetzt geht's ihm mit 21 Jahren so schlecht, weil er sich den Finger geklemmt hat, dass die Feuerwehr kommen muss. Dieses Vollkasko-Prinzip, ne? Also dass die Leute halt wegen allem anrufen und alles halt von uns abgeklärt haben möchten, das geht halt einfach nicht. Wenn ein 21-Jähriger sich den Finger in der Hantel klemmt, ja, dann tut mir das leid, aber dann kann der auch mit seiner Mutter ins Krankenhaus fahren, das schafft er. Alles gut, ja, und tschüss. Wir sind für Notfälle da, wir kommen auch jedem helfen im Zweifelsfalle, aber wir sind ja keine Taxizentrale.